Der Talk, der jetzt anfängt, ist von Christoph Schmun und Liska Pelkova. Und wir werden über die wahrscheinlich größte rechtliche Änderung aus Brüssel ändern. Demnächst. Sind wohl noch gemütlich. Hello. Ah, okay, erstmal ja, vielen Dank, dass wir hier reden können. Freut uns, ein Teil von diesem Event zu sein. Es ist, glaube ich, das erste Mal dieses Jahr, dass wir sowas machen. Und es ist toll, bei so einer tollen Community dabei zu sein. Und heute reden wir über den aktuellen Vorschlag. Der ist noch ein Vorschlag, der sehr viel aufgewirbelt hat in ganz Europa, aber auch außerhalb. Und das ist das Gesetz über digitale Dienste aus der EU, und das besteht aus zwei spezifischen Gesetzen, Digital Services Act and Digital Market Act. Und beide werden die Regulation von Online-Plattformen signifikant ändern, insbesondere von sehr großen Online-Plattformen, die auch Gatekeeper genannt werden, also welche, die eine große Dominanz im Markt haben, und aber auch die Kontrolle über Nutzerrechte und die öffentliche Kommunikation. So, also als erstes erklären wir mal, worum geht es hier alles, worum geht es hier eigentlich, warum wird da die ganze Zeit drüber geredet und warum dieses Gesetz uns auch weiterhin beschäftigen wird. Das wurde schon vor zwei Jahren angekündigt als ein Teil der EU-Datenstrategie und es war eine der Ideen der Aktion, zu denen es im Endeffekt führen sollte. Und es wurde uns eine gewisse Zeit gegeben, um ein System von Regularien zu entwickeln, das die Nutzerrechte ins Zentrum von diesem Gesetz bewegen soll. Also die Idee ist, dass diese ganzen werbebasierten Online-Plattformen und das Internet so wie wir es aktuell kennen, dass es mit was ersetzt wird, was die Nutzerkontrolle und die Nutzerrechte als höhere Priorität setzt. Und wenn es korrekt geschrieben wird alles, dann soll das auch tatsächlich zu diesem Ziel führen. Bevor dieses Essay geschrieben wurde, gab es eine sogenannte E-Commerce-Direktive, die die Basisprinzipien von manchen diesen Dingen geregelt hat, aber da werde ich nicht weiter ins Detail gehen, weil ich das nicht zu detailliert machen will. Aber es geht darum, nicht alles zu ersetzen, sondern hauptsächlich das Gesetz zu erweitern, das diese Basis geschaffen hat für 20 Jahre, um nutzergenerierte Inhalte zu regulieren. So, es geht darum, zu harmonisieren und Desinformation und Hasssprache zu moderieren und aber auch Transparenz und im Online-Werbemarkt und in der Verteilung von Online-Inhalten und wird auch spezielle Mechanismen etablieren, wie das dann enforciert werden kann. Und bevor wir in die Details des DSA gehen und erklären, was es bringt, möchte ich einmal kurz erklären, was überhaupt in diesem DSA drin ist. Da sind hauptsächlich zwei Regularien drin. Das ist so das stärkste Werkzeug, was die EU in ihrer Hand hat, womit man Harmonisierung zwischen den einzelnen Staaten schaffen kann. Das ist natürlich schwierig im Endeffekt zu erreichen, aber vor allem auch im Bereich der freien Sprache und dem nutzergenerierten Inhalte. Alle diese Dinge, die mit Content-Moderation und Kuration zu tun haben, werden vor allem
im Bereich des Digital Services Act, des DSA sein. Und der andere Teil, der DMA, der Digital Markt Act, der wird, da geht es eher um den Markt zwischen den verschiedenen Anbietern und darum, wie diese untereinander arbeiten sollen. Und basierend auf diesen neuen Vorschlägen wissen wir jetzt, dass diese Plattformen besonders große Online-Plattformen genannt werden und das ist auch, wie diese Gatekeeper jetzt genannt werden. Ein weiterer Punkt, den ich noch machen will, ist, dass das DSA, das DMA, die wurden gerade erst diesen Dezember veröffentlicht von der, für die, quasi ein Weihnachtsgeschenk für die Datensicherheits-Community. Und die EFF und zusammen mit einigen anderen Organisationen arbeiten im Moment sehr schnell und hart daran, Vorschläge für diese Gesetze zu auszuarbeiten. Und weil schon am Anfang haben wir verstanden, wie wichtig es ist, dass dieses Gesetz, wie wichtig dieses Gesetz wird, nicht nur innerhalb der EU, sondern auch außerhalb. Und jetzt kommen wir zum letzten Einführungspunkt, den wir haben. So, warum brauchen wir das DSA überhaupt oder brauchen wir es überhaupt? Wir glauben, dass es da einen guten Grund dafür gibt, eine systemische Regulation für Online-Plattformen zu erstellen, um die fundamentalen Rechte der Nutzer zu beschützen und auch um den demokratischen Diskurs zu beschützen. Das liegt daran, dass seit vielen Jahren in diesem Bereich nicht sehr gute Regulation stattgefunden hat für solche Plattformen, sowohl von allen mit Teilnehmern der EU, aber auch von der EU selbst. Da gab es Online-Terrorismus-Regulatorien oder die Geschichte über das Copyright, die Chris später noch erklären wird. Wir haben gesehen, wie viele von den Member States der EU versucht haben, einige Ordnung im Online-Raum zu schaffen. Und viele von diesen Staaten hatten da die Verantwortung und die wurde gefördert im Bereich dieser privaten Online-Plattformen. Und als diese Online-Plattformen ersetzt wurden, die Staatenplattformen ersetzt haben. Und deswegen wurde und muss unter sehr kleinen Zeitframes muss entschieden werden, was online ist und was nicht. Und es gibt nicht sehr viel Transparenz darüber, welche Strategien da verwendet werden. Natürlich haben diese Plattformen eine rechtliche Verantwortlichkeit für die Inhalte der Plattform und auch die Nutzergenerierten. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Ahjawohl, was auch noch später erklärt wird. Aber da geht es insbesondere auch um Dinge, die von 1 bis 24 Stunden im Bereich sind, erst recht, wenn eine Entscheidung angezweifelt werden soll oder in dem Bereich der fehlenden Harmonisierung zwischen und es gab da nicht sehr viel rechtliche Sicherheit zwischen aufgrund der sehr häufigen Entfernung von Online-Content. Und da diese Transparenz einfach fehlt und so wie auch sehr viel Inhalte und deren Methoden. Und die Plattformen möchten auch nicht wirklich sagen, was sie mit den tatsächlichen Daten machen und welche Daten sie da arbeiten. Und deswegen wurde das bisher eher an der Quantität orientiert und nicht an der Qualität. Also es wird daran orientiert, wie viel Content wird entfernt und wie schnell, was aber nicht wirklich ein gutes System erstellt, ein nachhaltiges System. Und im Endeffekt, wie wir wahrscheinlich uns alle einig sind, das Kernproblem ist nicht da, wie die Daten moderiert werden, sondern wie sie geteilt werden zwischen Plattformen. Und im Kern dieser Geschäfte, die ja auf der dem Aufmerksamkeitsmarkt basieren, ist natürlich wichtig, dass das Besuchen der Plattformen verlängert wird, so weit wie möglich. Ich mache hier gerade sehr viele Fässer auf und wollte eigentlich nur ein paar Einführungsanmerkungen machen. Ich werde mir jetzt an Chris weitergeben und dann gucken wir uns gleich mal ein paar sehr kritische Punkte des DSA an und wie die Debatte aktuell mal
organisiert werden sollte. Ich denke, viele von euch haben gemerkt, dass die EU immer mehr regulieren möchte im Internet, was Plattformen angeht. Man kann hier sehen, das Highlight bei diesem Appetit war die Copyright-Debatte und da sind Leute demonstrieren gegangen gegen technische Maßnahmen, die das Internet regulieren und zensieren sollen. Und wir erheben immer noch das Argument, Upload-Filter erzeugen Probleme und die sind nicht perfekt. Und außerdem geht es auch um Tracking in Richtung USA auch. Und mit der knappen Annahme im EU-Parlament. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass wir alle wissen, dass dieser Kampf noch nicht vorbei ist. Und es geht hier um unsere Grundrechte. Denn solche Technologien sind immer im Konflikt mit unseren Grundrechten. Unsere Rechte sollten niemals solchen automatischen Entscheidungsmechanismen zugrunde liegen und davon reguliert werden. Und es gibt eben auch einen Überlaufeffekt von diesem Upload-Filter zu anderen Technologien. Es wurde für klug gehalten, dass man den Inhalt im Internet filtern und überwachen sollte und auch sozusagen es verhindern sollte, dass Inhalte wieder neu hochgeladen werden. Und es ging auch darum, sozusagen terroristische Inhalte im Internet zu sperren. To reject the worst of all text. Es gab Verhandlungen kürzlich und wir haben zumindest den Upload-Filter abmildern können. Aber trotzdem gibt es da immer noch Mechanismen, die angewendet werden, die, mit denen wir nicht einverstanden sind. Mehrere Staaten der EU haben schon Initiativen veröffentlicht, die das Internet regulieren. Und zum Beispiel in Österreich gab es das Gesetz über Hassrede. Und das wurde als problematisch angesehen. Not necessarily in other countries. Und da komme ich zum nächsten Problem. How do we deal with content that es gibt Sachen, die sind in einem Land legal und im anderen illegal. Zum Beispiel in einem kleinen Land wie Österreich solche automatischen Technologien erlaubt und das ist schlecht. Denn Gesetze für die Meinungsfreiheit können einfach ausgeschaltet werden durch andere Gesetze gegen die Meinungsfreiheit. Das Internet ist nun mal per se ein globaler Ort. Also kämpfen wir gegen Initiativen aus allen Richtungen. Wir haben einen ersten Sieg errungen in Frankreich, denn die wollten sozusagen Plattformen dazu verpflichten, Inhalte zu löschen, bevor die überhaupt veröffentlicht werden. Und also ständig die Posts von Nutzern zu überwachen.
Und natürlich würde das die dazu motivieren, möglichst viel Content erstmal zu blockieren, was schlecht ist. Das geht gegen Grundrechte wie die Informationsfreiheit und auch Meinungsfreiheit. Und das konnten wir zum Glück verhindern. Wie man hier auf der Folie auch sieht. Und jetzt geht es uns im auch um die neue deutsche Gesetzesinitiative. Soweit ich weiß, hat die deutsche Kanzlerin sich geweigert, das zu unterzeichnen. Und die Kommission hat es als im Konflikt mit EU-Prinzipien gesehen. Man sieht also, es gibt positive Entwicklungen und es gibt einen Widerstand. Aber es geht eben leider bei diesen Initiativen nicht nur darum, Hassrede zu verhindern, sondern auch allgemein sozusagen Meinungsfreiheit einzuschränken. The prototype for the Digital Services Act. And as you know, national member states have the same lawmaking. Their voices are represented. Die Länder, die treffen sich ja im EU-Rat. Und die können sozusagen Widersprüche einreichen und jedes Land kann das machen. Und das passiert die ganze Zeit. Die gute Nachricht ist aber, beim Digital Services Act ist das bisher noch nicht passiert, ist noch nicht in die Fußstapfen getreten. Und verschiedene Organisationen wie EFF haben gesagt, dass es wichtig ist, dass einige Prinzipien nicht entfernt werden, sozusagen zum Beispiel, dass Sprecher immer für ihren Inhalt verantwortlich sind. Aber die Kommission hat den Plattformen mehr Freiheiten eingeräumt. Looking through the global lenses of lawmaking, und es ist faszinierend, wie auch die USA vom guten Samariter-Prinzip sich abwenden und die EU flirtet auch mit dieser Idee. Aber der große Unterschied zwischen EU und USA ist der Moment, in dem Inhalte illegal werden. Denn es gibt da verschiedene Mechanismen und Optionen, die das Bewusstsein unterstützen können. Und wie halt Inhalte dann entfernt werden. Aber der Vorschlag der EU hätte sehr viel schlimmer sein können. Und sie haben gezeigt, die EU hat gezeigt, dass das neue Parlament noch mal besser ist als das alte und sich da mehr Mühe gibt, zum Beispiel Leute online zu beschützen. Aber wir brauchen noch mehr gemeinsame Anstrengung, um dort die Entscheidungsgewalt zu verteilen. Danke. Thank you very much, Chris. Wir können das jetzt mal weiter bewegen und ein paar relevante Positionen angucken für die Dinge, die jetzt schon genannt wurden, insbesondere im Bereich Content-Moderation und Kuration, was im Digital Services Act liegt. Und um es noch ein bisschen weniger abstrakt zu machen, habe ich die gedruckte Version auch noch bei mir. Und wenn man es sich mal anguckt, dann ist es schon ein sehr beeindruckendes Stück Arbeit hier. Und ich muss sagen, dass, obwohl es ein guter Start ist, sind da eine Menge Imperfektionen drin. Und ich werde mal versuchen, die zu summieren. Und dann als jemand, der sich für die Sozialwissenschaften interessiert, glaube ich, dass wir alle da zusammenarbeiten müssen und dass dieser Digital Services Act dann auch
dass wir da weiter eng zusammenarbeiten können, zusammen mit den Teilnehmern des digitalen des Europäischen Parlaments, was relativ bald passieren sollte. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, ganz kurz, wie der DSA zwischen Online-Plattformen differenziert, die innerhalb dieses Gesetzes definiert sind, und zwischen sehr großen Online-Plattformen, was halt diese Online-Gatekeeper sein sollen, und unterscheidet da explizit zwischen den Obligationen und Verantwortlichkeiten von denen, und manche davon treffen auf die Online-Plattformen zu und manche aber auch referenzieren explizit die Macht, die manche von diesen Online-Plattformen haben. Da gibt es eine gewisse Transparenzanforderungen, die diese Online-Plattformen haben, aber es gibt auch weitere Transparenzanforderungen für noch größere Online-Plattformen. Was das DSA insbesondere macht, und das ist, was besonders wichtig ist für die Inhaltsmoderation, ist, dass es versucht, ein harmonisiertes Modell für den Umgang mit illegalen Content und illegalen Inhalten. Und das DSA wird dann nur den illegalen Inhalte betreffen und nicht andere Bereiche, die zwar legal, aber eventuell trotzdem schädlich sein können. Das heißt, besonders die Transparenzanforderungen und Anforderungen an Open Content Recommender Systems and Algorithmic Curation, aber diese wollten wir nicht, dass die Kategorie vom DSA sind. Das liegt daran, dass diese sehr vage terminierten Begriffe häufig dann zu Missbrauch führen. Da gibt es zum Beispiel einige Beispiele, wo wir das häufig sehen, wo schlechte Terminologie zu einer Kriminalisierung von bestimmter Sprache führen kann. Und wenn wir jetzt zurück zur Harmonisierung der Prozeduren kommen, dann was bedeutet das tatsächlich in der Anwendung? In Europa gibt es da ein Modell für die Zuverlässigkeit unter den und unter Artikel 14 von der E-Commerce-Direktive. Da ist basierend auf dem tatsächlichen auf der Terminologie von diesen Online-Plattformen dürfen sie nicht verantwortlich gemacht werden für bestimmte Inhalte. Wir haben danach eine harmonisierte Prozedur gefragt, damit wir eine Gewissheit haben können in den Bereichen von der zu verbreiteten Entfernung von Inhalten. Das DSA macht da schon einen guten Anfang, dass es versucht, so eine harmonisierte Prozedur zu erschaffen, aber da fehlt noch einiges. Zumindest einiges an Dingen, die wichtig finden. Eine davon ist, dass diese harmonisierte Prozedur ist nicht wirklich geeignet für verschiedene Arten von nutzergenerierten Inhalten und manche oder zumindest viele Kategorien gibt es da, die sehr unterschiedliche historische und soziale Kontexte haben und abhängig je nachdem, wie sehr die darauf angewiesen sind, automatisierte Systeme zu nutzen für die Moderation, glauben wir, dass da vieles nicht betrachtet wird, insbesondere in der zu häufigen Entfernung von solchen Content-Inhalten. Und was auch in der aktuellen Version noch fehlt, auch wenn da noch dran gearbeitet wird, ist Mechanismen für die Nutzer zum Anzweifeln von Entscheidungen von Plattformen. Und es gibt nicht wirklich einen Mechanismus für Online-Plattformen, so dass ein da hatte ich wohl einen Ausdruck. Für einen Nutzer, der einen Inhalt hochgeladen hat, dass dieser Nutzer dann auch benachrichtigt wird über die Entfernung von Inhalten. Und nicht alle Plattformen sind da wirklich für verantwortlich, diese Benachrichtigung auszusenden. Und das ist für uns
eine Prozedur, die auf jeden Fall da sein sollte für die Nutzer und die ist aktuell einfach nicht vorhanden. Allerdings ist es ein guter Start. Es ist etwas, woran wir viel gearbeitet haben, aber es gibt viele Aspekte in diesen Prozeduren, die noch hinzugefügt werden müssen, um wirklich die Nutzer in den Vordergrund zu stellen. Da gibt es noch viele Prozeduren über illegalen Content, illegalen Inhalt, aber da gibt es viele Bereiche, die dann auch noch abhängig davon sind von den Richtlinien der jeweiligen Plattformen, aber da ist noch nicht klar, inwiefern das behandelt wird. Und deswegen benutzen wir häufig diesen Satz, gute Intentionen mit nicht ganz so guten Lösungen. Aber ich möchte natürlich wieder betonen, dass es noch der Anfang ist, dass wir noch Zeit und Raum haben, um daran zu arbeiten. Ein weiter nobler Aspekt, den der DSA mitbringt, ist die Good Samaritan Klausel. Das ist eine EU-Version dieser Klausel und die kommt aus Sektion 230. Aber innerhalb der europäischen Richtlinie für eine der wichtigsten Dinge, die wir erfordert haben, war, dass das diesmal mit aufgenommen wird und das wurde diesmal auch mit aufgenommen. Warum glauben wir, dass diese Klausel wichtig ist? In der Vergangenheit, wenn sowas war nicht wirklich im Gesetz, aber es wurde immer nur hier und da versprochen. Aber tatsächlich genutzt wurde das nicht. Und dass, wenn das genutzt wurde, dass sie dann nicht verantwortlich waren dafür. Und das heißt, eine Plattform konnte über bestimmte Inhalte Erfahrungen bekommen und dann waren sie dafür verantwortlich. Und das bedeutet, dass die Plattform diese Inhalte lieber sehr schnell löschen, anstatt die Konsequenzen später zu tragen. Und deswegen sehen wir die Wichtigkeit innerhalb dieser Klausel und wir sind froh, dass das aktuell Teil der aktuellen Version ist. Eine der größeren Enttäuschungen in diesem Bereich, die kam am 15. Dezember für uns und das war, dass es immer noch Online-Plattformen gibt, die dafür verantwortlich bleiben, dafür die Legalität des Inhalts zu bewerten und zu entscheiden, was beschränkt oder entfernt werden soll und was verfügbar bleibt. Wir betonen häufig, dass es sehr wichtig ist, dass die Legalität des Inhalts von unabhängigen judiziären Autoritäten beurteilt wird. Und wir verstehen auch, dass so eine Lösung natürlich eine große Verantwortlichkeit und viel Arbeit für die Justizsysteme erfordert. Und viele Staaten sehen das als eine sehr aufwendige, teure Lösung. Die wollen kein extra Netzwerk für verschiedene Höfe oder Gerichte erstellen, die dann entscheiden müssen, welche Inhalte legal und welche illegal sind. Aber wir wollen auf jeden Fall mehr öffentliche Beobachtung von diesem System, weil, wie wir im aktuellen Status quo sehen können, in vielen Bereichen der EU ist es immer noch so, dass es die Online-Plattformen sind, die entscheiden, was legal und was nicht legal ist. Ein weiter Bereich sind die Anforderungen für bedeutende Transparenz. Also auch, dass man sehen kann, was die Plattformen mit den einzigen Teilen von Inhalten machen und was auf diese Plattformen kommt und wie diese Transparenz dann tatsächlich die Nutzer zu mehr Macht befördern kann. Wir gucken uns gleich nochmal an, was da die Probleme sind. Wir glauben nicht, dass Transparenz jetzt die Silberkugel, die Lösung für alles ist im Bereich von möglicherweise schädlichen Inhalten auf Online-Plattformen oder dass Transparenz im Endeffekt wirklich helfen wird, um Plattformen dafür verantwortlich zu machen. Aber es ist auf jeden Fall eine Grundlage für uns, solche Dinge in der Zukunft zu erreichen. Wie ich schon erwähnt habe, sind viele von diesen Bereichen betreffen alle Plattformen online und
dann gibt es manche Sachen davon, die nur die besonders großen Online-Plattformen und die Gatekeeper betreffen. Und wir sehen, dass die Kriterien für diese Liste sehr gut aussehen, aber sie könnten ein bisschen ambitionierter sein. Sowohl die EFF als auch Access Now haben noch ein paar Kriterien für bedeutsame Transparenz veröffentlicht und die werden zeigen, wie und der finale Punkt, den ich machen will, ist die sogenannte Pandora-Box von online Targeting. Und, ja, wenn die EU ihren ersten Report über das DSA veröffentlicht hat, da gab es zwei Bereiche, die betrachtet wurden, insbesondere der Paragraph vom Euro-Report. Die haben gesagt, dass man Online-Targeting die haben gesagt, dass man das Targeting online verbieten soll. Und wir haben diesen Paragraphen unterstützt und der wurde am Ende auch drüber abgestimmt und ist aufgenommen worden. Aber wir finden auch, wir verstehen auch, dass das Wording von diesem Artikel etwas nuancierter werden muss in der Zukunft. Mit den Details da möchte ich noch dazu sagen, dass dieser Teil es leider nicht ins DSA geschafft hat. Es gibt kein Verbot von Online-Targeting. Das war ein wenig enttäuschend. Wir sind eigentlich für einen wesentlich strikteren Ansatz, wenn es zu dem Targeting von Verhaltensweisen und vor allem über verschiedene Webseiten geht. Aber wie wir auch dann von den Kommissionen gehört haben, ist, dass es da zu viel Druck von anderen Lobbyisten in Brüssel gab und dass es deswegen es nie in den finalen Ansatz vom DSA geschafft hat. Das ist der aktuelle Wissensstand. Wir müssen gucken, was passiert, wenn es das DSA dann ins Parlament schafft. Eine weitere Sache ist, dass das Gesetz eine weitere Sektion zu Empfehlungssystemen enthält, insbesondere dazu, wie diese über Plattformen verbreitet werden und wie die Daten von Nutzern missbraucht werden, insbesondere für die Verbreitung von nutzergenerierten Inhalten. In welchen Fällen von zum Beispiel Online-Targeting geht es auch darum, die Transparenzanforderungen und die Verantwortlichkeit, aber es hat wesentlich wenig Methoden, um die Kontrolle zurück zu den Nutzern zu geben, darüber, wie weit sie an diesen algorithmischen Modellen teilnehmen, wie die Nutzer Datensets optimieren. Das ist alles im Moment weit außerhalb des Rahmens des DSA und ist definitiv eine der Kernthemen, die diskutiert werden. Und da ist auf jeden Fall noch Hoffnung für die Zukunft, um ganz viel von dieser Kontrolle zurück an den Nutzer zu geben. Und das wiederhole ich jetzt immer wieder wie so ein Mantra. Aber das ist tatsächlich so die Kernkraft hinter allem, was wir hier in diesen Feldern tun. Das sind die Nutzer und deren Kernrechte. Und mit diesen Wörtern würde ich das dann wieder zurück zu Chris geben, der ein bisschen mehr erklärt darüber, wie man wirklich die einzelnen Nutzer empowern kann. Mach weiter. Chris, it's yours now. Ja, danke. Thank you. Ich denke, wir wissen alle oder wir fühlen uns alle so, als hätte es schon bessere Zeiten im Internet gegeben. In den letzten Jahren haben wir da eine Verwandlung gesehen. Das Internet ist immer geschlossener und immer monopolisierter geworden. Es gibt halt diese großen Player und wir können uns dann halt entscheiden, zu welchem wir gehen. Und so sind diese Plattformen halt in diese Gatekeeper-Positionen gekommen. Vor allem trifft das auf soziale Medien zu. Dieses Jahr haben wir den der 21. Geburtstag der E-Commerce-Richtlinie gefeiert und die wird jetzt durch den Digital Services Act ersetzt. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum sollten wir die Macht zurück an die User geben? Die Antwort ist für uns klar. Solche automatisierten Mechanismen können nicht die Privatsphäre der Nutzer wahren. Und es gibt die Gefahr, dass zensiert wird. Deswegen wollen wir das nicht.
Wir möchten, dass diejenigen, die die Inhalte produzieren, für die Inhalte verantwortlich sind. Und Nutzer sollen selbst entscheiden, welche Inhalte sie ansehen und nutzen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir da diese Silos und diese Plattformen aufbrechen. One element to achieve this would be to tackle the targeted ads industry, as Eliska had mentioned. Perhaps to give an actual right to users not to be subject to targeted ads. Also, Nutzer sollten ein Recht haben, nicht von personalisierter Werbung sozusagen als Zielgruppe definiert zu werden und genutzt zu werden. Es sollte also bessere Optionen für Nutzer geben, sich zu entscheiden, welche Inhalte sie sehen wollen. Another important element to achieve user autonomy auch, over data was auch noch die Autonomie der Nutzer unterstützt. If the really wants to break the power of those data-driven platforms that monopolize the internet, ist eine Regulierung der Macht der Monopolisten. We believe that users should be able to access data, to download data, to move, manipulate their data. Bisher können die ja ihre Inhalte sehr weit selbst verwalten und entscheiden, wie sie die auslegen und was sie hochladen und so weiter. Die Nutzer sollten über die Plattformen miteinander kommunizieren können und zum Beispiel auch verschiedene Accounts erstellen können. If you're upset with the absence of privacy on Facebook or how the content is moderated on Facebook, you should be able to just take your data with you. Wenn man sich zum Beispiel, wenn man mit Facebook nicht einverstanden ist, dann sollte man die Möglichkeit haben, seinen Account da rauszunehmen, ohne den Kontakt zu seinen Freunden zu verlieren. Also sollte es Interoperabilitätsmöglichkeiten geben auf Plattformen, so dass die Nutzer ihre Inhalte dort selbst bestimmt verwalten können. Und das ist leider noch nicht genügend umgesetzt worden in der aktuellen Richtlinie. Die DMA, da geht es um die digitalen Märkte, also diese großen Tech-Companies, die großen Firmen, die großen sozialen Medien und Suchmaschinen, zum Beispiel Amazon, die kontrollieren ja wirklich, wie ihre Nutzer halt auf Inhalte zugreifen können, auch im App Store. Es gibt vieles, was uns an dem Vorschlag gefällt. Zum Beispiel soll es diesen Gatekeepers verboten sein, verschiedene Medien zu vermischen. Und es soll auch zum Beispiel Tracking über mehrere Seiten oder das Teilen von Daten über mehrere Seiten soll eingeschränkt werden. Also man sollte sich nicht darauf konzentrieren, dass die großen Anbieter da sozusagen Medien verwalten können, sondern darauf, dass die Nutzer ihre eigenen Daten selbst in die Hand nehmen und dorthin hochladen können, wo sie es gerne wollen. Und ich glaube, dass die bisherigen Anstrengungen da noch nicht gut genug sind. Wir sehen auf dem letzten, auf der Folie eine Stellungnahme aus dem letzten Monat. Und dem stimmen wir völlig zu. Und wir arbeiten daran, dass das passiert. Aber das ist natürlich nicht einfach. Man followed a trend that platforms should systematically check undesirable and insightful content and share those data with important authorities, which is even worse. We see an international trend going on. Internationalen Trend, der sich sozusagen zu einem aktiveren Verhalten von den großen Monopolisten entwickelt. So whatever will be the result, you can bet that European Union will want to make the Digital Services Act and the Digital Markets Act. Dieser DSA und DSM könnten ein Exportmodell werden.
Und das EU-Parlament muss dann noch die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Und das wird natürlich auch zu weiteren Abkürzungen wie DSGVO führen. Danke. Ja, okay. Danke schön. Okay, thank you, Eliska. Dankeschön. Es gibt ein paar Fragen aus dem Internet. Die erste ist eigentlich nur, wir haben, wie schon in euren Folien erwähnt, die Copyright-Direktive für Einzelmärkte, die sowohl die Verantwortlichkeit und die Haftbarkeit für da einige Sachen empfiehlt. Wie hängen diese ganzen Vorschläge zusammen, insbesondere für einen Laien, der sich jetzt nicht mit dem Brüssel-Jargon auskennt? Eliska, du hast die Hand gehoben, glaube ich. Ja, war nicht unbedingt Absicht, aber okay. Ich kann mal anfangen und dann kann Chris vielleicht auch noch was dazu sagen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Und vor allem, gerade bei dieser Terrorismusverhinderung, da gibt es Regulationen zu Kindesmissbrauch zum Beispiel. Also da gibt es Sektorrichtlinien. Das heißt, es gibt sozusagen einen horizontalen Ansatz, der sozusagen alles auf einmal abdeckt, aus und das andere wäre, da sozusagen auf einzelne Aspekte einzugehen. Und das kann halt auch auf EU-Ebene passieren. Einerseits wurde systemische Regulierung versprochen und harmonisierte Ansätze zur Bekämpfung von illegalen Inhalten und gleichzeitig specifically DSA, the Digital Services Act. And sehen wir immer noch, dass halt schlechte Vorschläge immer noch da gemacht werden, such as proposed online terrorist content regulation or other legislative acts seeking to somehow regulate. Dass es da halt spezifische Regulierungsansätze gibt. This is quite puzzling for us as a digital rights activist too. Ich würde sagen, wir würden das trennen. Es gibt negative Trends, die haben wir schon beschrieben, so dass zum Beispiel die Verantwortung in Richtung der Plattformen geht. Und es geht halt natürlich auch um die gesetzlichen Grundlagen. Die sind mit dem Einzelmarkt verbunden. Und zwar scheint es so, dass Sachen als illegal behandelt werden. Und es sollte eigentlich sozusagen mehr an die Strafverfolgungsbehörden herangetragen werden. Denn das ist eine schlechte Idee, zu sagen, lassen wir das doch die Plattformen selber entscheiden, was legal und illegal ist, weil die die schnellsten sind und am effektivsten da einschreiten können. Und so werden die sozusagen da, werden diesen, diese Verantwortlichkeiten übergestülpt, obwohl das eigentlich sozusagen die Mitgliedstaaten und die entsprechenden Autoritäten regeln sollen. Ich würde also sagen, dass das ist alles bekannt. Wir haben alle sehr da uns gekämpft und vor allem im Europäischen Parlament. Und da jetzt die Verhandlungen abgeschlossen zu sein scheinen, da sind, ist uns klar, dass das Ergebnis noch nicht ideal ist. Und es könnte sein, dass die Kommission halt da ähnlich entscheidet.
with the Digital Services Act, which is trying to do the exact opposite to actually fix this. Oft wird da halt leider genau das Gegenteil getan, als diese negativen Beschlüsse, die schon da sind, zu bekämpfen. Aber das sollte halt auch auf nationaler Ebene passieren. Ja, Chris, da werde ich jetzt mal dich reden lassen. Ja, ich glaube, du hast das perfekt erklärt. Das Einzige, was ich da noch hinzufügen kann, ist, dass wenn man sich an diese Bewegung von einzelnen, vereinzelten Legislaturen und dann wieder zu gemeinsamen und dann wieder zu einzelnen Legislaturen anguckt, das ist ein Problem, das ist Chaos. Das ist nicht sehr gut koordiniert und das macht es ziemlich schwierig für die Plattformen auch das alles zu befolgen. Und es ist problematisch für uns hier im Bereich, die wir als Lobbyisten auch versuchen, Interessen zu vertreten. Wir müssen uns mit irgendwie Copyright, mit Terrorismus, mit DSA, DMA und ganz vielen anderen, 15 anderen Sachen beschäftigen. Und das ist wirklich schwierig, alles zu Hand zu haben. Und deswegen ist es halt auch super wichtig, ganz früh schon bei Debatten dabei zu sein. Und das ist für uns eine sehr große Herausforderung, da dann rechtzeitig dabei zu sein. Und da müssen wir auch mal gucken, wie man da besser zusammenarbeiten kann. Weil ich finde das auch eine problematische Entwicklung. Also zusammengefasst ist ein ganz schönes Chaos und schwierig zu erklären. Ja, klar, verständlich. Eine weitere Frage an Eliska. Jemand hat gefragt, wie denn diese gute Samariter-Klausel in Deutschland momentan angewendet wird. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das genau wisst, aber ich würde vielleicht nochmal das verallgemeinern und zu sagen, wie wird das denn jetzt gerade angewendet? Ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Das Erste da ist, dass wenn man es im Kontext des EU-Gesetzes anguckt, kann ich das schlecht beantworten, wie es jetzt genau im deutschen Kontext ist. Ich bin kein deutscher Anwalt, ich kann das schlecht sagen. Es gibt nicht wirklich eine Guter-Samariter-Klausel, die wirklich allgemein vertreten ist. Ich benutze die Vergangenheitsform, weil das ja vom DSA verändert wird. Aber dieses Level an Klarheit war nicht gegeben wirklich für die Plattformen. Es gab das konditionelle Modell der Zuverlässigkeit und wenn man sich jetzt aber diese Gute-Samariter-Klausel nochmal anguckt, dann sieht man, und ich habe sie auch hier nur als Beispiel benutzt, da sie halt auch als Antwort auf den Common Decency Act benutzt wurde. Das ist erstmal der erste Punkt dazu. Ich habe auch am Anfang der Präsentation erklärt, was da passiert ist im Raum der Vermeidung von illegalen Inhalten. Und insbesondere würde ich da mich beziehen auf die Kommunikation der Europäischen Kommission in 2018, wo es darum ging, dass die Online-Plattformen mehr mit illegalem Content zu tun haben sollen und diese Maßnahmen, die sie haben, auch wirklich zu benutzen, um illegalen Content zu moderieren. Und das nächste ist dann die Entdeckbarkeit der Plattform und das war dann so ein perfekter Sturm, den wie ich schon erklärt habe. Also die Plattformen wussten, dass sie so ein bisschen gedrückt wurden von der Legislatur, sich mit diesen illegalen Inhalten zu beschäftigen und häufig mit automatisierten Prozessen. Aber sie hatten halt gar keine Sicherheit, dass wenn sie das machen, dass das im Endeffekt irgendwie, dass sie dafür verantwortlich sind und rechtliche Konsequenzen bekommen dafür, dass sie diese Dinge, die sie machen sollten, machen. Was jetzt das DSA macht, ist, dass es relativ einfach das klar macht. Ich glaube, es ist Artikel 6, wenn ich mich nicht irre. Ich kann das mal kurz öffnen. Da geht es spezifisch darum, dass Plattformen können diese Methoden, diese praktischen Methoden benutzen mit einigen Werkzeugen,
um eine Antwort auf diese Art von Inhalten zu reagieren, ohne dafür strikt verantwortlich gemacht zu werden, rechtlich. Das sind ein oder zwei Paragraphen, aber es ist jetzt endlich im Gesetzestext. Und das heißt, es wird endlich einige rechtliche Sicherheit geben an der Stelle. Und auch sehr häufig in Europa, wenn wir die guten Samariter-Klauseln behandeln, das ist eigentlich ein schlechter Titel, weil es sich ein bisschen an die amerikanische rechtliche Tradition orientiert. Aber vor allem mit der Prohibition von allgemeiner Überwachung, was ja auch ein zentrales Prinzip ist von diesen EU-Regularien, solch eine Sicherheit kann auf jeden Fall von Vorteil sein und wird nicht zu diesen allgemeinen Immunitäten für Online-Plattformen führen oder zu dieser Idee, dass Plattformen einfach machen können, was auch immer sie wollen mit illegalen Inhalten oder anderen Dingen und werden da auch mehr Zuverlässigkeit haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine sehr komplizierte legale Erklärung war, aber das ist, wie diese Provision funktionieren sollte in der Praxis. Wir müssen aber natürlich noch auf die tatsächliche Implementierung des Gesetzes warten. Aber die Hauptidee ist, dass diese rechtliche Sicherheit, die bisher gefehlt hat, jetzt endlich kommen kann, was helfen sollte, die übermäßige Entfernung von Inhalten von Plattformen zu verhindern. Ja, danke. Ich habe noch zwei weitere Fragen über die Interoperabilität. Ja, das ist dann wahrscheinlich Christophs Thema, was ich zuerst fragen werde. Diese Interoperabilität würde dies schwieriger machen, Hass im Internet zu bekämpfen? Wie ahndet man solche Vergehen, wenn die auf verschiedenen Plattformen stattfinden, die dann sozusagen zur Interoperabilität gezwungen werden? Und später komme ich dann noch auf die andere Frage zurück. Ja, bitte. Das ist eine sehr gute Frage. Als erstes die Interoperabilität da. Die Idee davon ist, zu verstehen, dass es gerne zwischen verschiedenen Plattformen halten, die aktuell viel Macht haben, dass auch kleinere Plattformen davon profitieren können. Es soll nicht nur zwischen den großen Plattformen sein, sondern auch, dass kleine Plattformen mit den großen Plattformen verbinden können. Und das Zweite, was wir glauben, ist, dass es muss halt helfen und nicht Dinge schlimmer machen. Wir haben ein Problem mit fehlender Transparenz und viel Hasssprache. Und naja, es gibt da bestimmte Bilder, die eventuell bestimmte Situationen triggern. Zum Beispiel, weil die Nutzer nicht wirklich die Entscheidung haben, wie der Inhalt moderiert wird. Und Nutzer haben nicht die Option, ihre Privatsphäre zu regulieren. Und die Idee ist, dass wenn wir mehr Competition haben im Markt, dass Nutzer dann auch zu anderen Plattformen gehen können, die unter anderen Bedingungen arbeiten. Zum Beispiel erst recht, wenn eine Plattform meine Gefühle verletzt hat. So habe ich dann ein Level an Kontrolle und ich kann zu einem Provider gehen, der mir diese Optionen gibt. Und dann auch, wenn wir nochmal die Interoperabilität angucken, wir glauben, dass es die Möglichkeit geben soll, eine Drittparty-Firma zu haben, die eingeschaltet werden kann in bestimmten Bereichen, sodass man zum Beispiel einen Nachrichtenfeed in einer anderen Reihenfolge sehen kann oder sowas. Und so kann die Interoperabilität ein großartiges Werkzeug sein, um Hasssprache und negative Entwicklungen zu vermeiden. Natürlich gibt es ein gewisses Risiko, das wieder von der Industrieseite kommt, dass wir aufpassen müssen, nicht noch eine Datenverkaufsindustrie zusätzlich zu der aktuellen hinzuzufügen. Aber da gibt es auch einige Methoden, wie man das verhindern kann. Aber ja, wir glauben, dass Interoperabilität ein Werkzeug ist, um von den negativen Entwicklungen, die du erwähnt hast, zu entkommen. Ja, dann noch eine Gegenfrage von mir. Ihr seid doch für die Regulierung von diesen Empfehlungsmechanismen. Auch eine gute Frage, aber ich glaube, das kann man recht einfach erreichen. Wenn man sich das Internet mal anguckt durch die Linse von dem Marktkampf, vom Marktwettkampf,
dann sind diese verschiedenen abgezäunten Gärten, aus denen Nutzer nicht rauskommen, halt ein großer Nachteil. Es gibt so viele alternativen Optionen, die nicht abheben können, weil Nutzer irgendwo halt nicht ihre Freunde verlassen wollen oder irgendwie die von dem Moderationssystem nicht entkommen können. Und natürlich kann man irgendwie Plugins oder dies und das benutzen, aber wir würden gerne den Nutzern erlauben, die Walled Gardens der Plattform, auf denen sie sind, zu verlassen und zu anderen auch kommen zu können und trotzdem noch in Kontakt bleiben können mit Menschen von Plattformen, die nicht gewechselt haben. Ja, weitere Frage aus dem Internet zur Interoperabilität. Jetzt aus dem historischen Blickpunkt, bei dem Setzen von Standards, da werden ja auch Politiken beeinflusst. Wie unterscheidet sich das in the case of interoperability, im Fall von Interoperabilität, vor allem Mastodon, probably flourishes because now Mastodon. Noch eine exzellente Frage. Wir haben mit der Frage von Standards nehmen wir auch schon viel gerungen. Und die Richtlinien, die wir jetzt vorschlagen in der EU, da halten wir uns fern von neue API-Standards oder sowas zu spezifizieren. Wir glauben nicht, dass es eine gute Idee ist, Technologie zu regulieren auf diesem Level. Wir wollen Ihnen sagen, dass Sie die Interoperabilität so bereitstellen sollen, wie Sie der Meinung sind, dass es gut ist. Wir wollen sonst auch nicht, dass es halt nur die einzelnen Plattformen entscheiden, sodass es nur die Monopole sind, aber es ist eine gute Frage. Wir verstehen, dass wir legen aber nur die Prinzipien fest, die Ideen, wie das grob aussehen sollte, aber die vielen Fragen, die dann noch offen bleiben, da wissen wir auch nicht genau, wie wir das da weitergehen sollen. Mhm. Ja, wir bleiben immer noch bei dem Thema. Sorry. Eine andere Frage. Wie verhindern wir das, dass es mit BSD2 passiert? Das ist eine Richtlinie, die Banken verpflichtet, sich zu öffnen gegenüber anderen Diensteanbietern. Und das geht natürlich einher mit Privatsphäre-Fragen. Ja, sorry, dass es jetzt immer noch um dasselbe Thema geht, aber ich denke, das ist sehr wichtig. Ich muss die Erklärung noch einschieben. Auch eine gute Frage. Wir haben uns da mit dem Digital Communication Act beschäftigt. Wir benutzen das immer nur alles als Beispiele. Und das ist nicht wirklich möglich, da manche Dinge einfach so ins Gesetzestext zu gießen. Aber es gibt da natürlich auch viele Fragen. Also wie das natürlich jetzt wieder Politik. Die Frage davon, hören die Leute, die tatsächlich jetzt die Richtlinien schreiben, auf uns oder hören die auf andere? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es gibt ein großes Risiko mit jedem Thema, über das wir sprechen, ob das Interoperabilität ist oder die Kontrolle über die Inhalte oder Werbung oder Rechenschaft. Wir glauben, dass vieles davon natürlich übernommen werden kann und dann natürlich Probleme hervorrufen kann. Also ja, für jede Richtlinienfrage, die wir uns fragen, müssen wir natürlich immer überlegen, ob wir diese Box der Pandora öffnen, ob es den Kampf wert ist. Und wir sagen, da an der Front sind wir sehr froh, da ein bisschen Druck zu machen. Und wir glauben, dass wir da im nächsten Jahr müssen wir die richtigen Personen finden, mit denen wir sprechen müssen. Und das ist jetzt unsere große Herausforderung. Diejenigen, die Fragen haben, sollten natürlich auch gerne zu uns kommen und uns helfen, das dann ins Parlament zu tragen. Ja, noch eine Frage an euch beide. You said citizen involvement, I prefer the term citizen over users. Wäre es nicht hilfreich, da noch für Anpassungen der Direktive zu kämpfen, dass das noch verbessert wird? Und wie könnte man das erreichen?
Ja, ich fange mal an, damit Christoph das dann sich ein bisschen ausruhen kann. Die Frage war, ob es nützlich sein könnte, für gewisse Anpassungen zu kämpfen, vor allem die, die Targeting betreffen. Ja, absolut. Also es gibt da natürlich eine kurze und eine lange Antwort, wie auf jede Frage. Die kurze Antwort wäre ja, aber da die Wortwahl von so einem Dokument sehr präzise ist, ist es ein bisschen schwierig. Wir arbeiten noch an unserer Positionierung über Online-Targeting und niemand kann das im Moment so genau definieren, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wir haben vor kurzem da einen Blogpost drüber veröffentlicht, wo wir die Art, wie man über solche Dinge nachdenkt, etwas auseinandernehmen und wie wir darüber nachdenken. Und wie ich gesagt habe, insbesondere die Teile von Targeting, die definitiv schädlich sind, und vor allem natürlich das Tracking von Individuen, und vor allem wollen wir Individuen beschützen. Das ist definitiv eine Form, wo wir auf jeden Fall noch sehen können und das auf jeden Fall noch weiterbringen können. Das Gleiche gilt auch für das Tracking über mehrere Seiten von Nutzern. Aufgrund der Art, wie die Daten von Nutzern im Moment halt missbraucht werden, was ein integraler Teil von den Geschäftsmodellen von diesen Plattformen ist. Das ist eine der Richtungen, die wir auf jeden Fall anschlagen. Und wir laden euch natürlich auch wieder alle ein, da mit uns zusammen zu brainstormen und verschiedene Optionen zu erkennen und zu überlegen, die wir bedenken und nicht vergessen sollten. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine der Hauptdiskussionen sein, wo wir auf der gleichen Seite sein müssen und zusammenziehen müssen. Unsere Kräfte zusammentun, weil das DSA gibt uns eine gute Grundlage, aber es geht halt noch nicht gut weit genug. Das heißt, ja, es ist auf jeden Fall so, aber da müssen wir noch eine sehr nuancierte Position finden. Und alle diese Aspekte könnten dann natürlich irgendwie auch in der Praxis wieder schlecht aussehen. Deswegen, ja, gute Intentionen sind nicht genug. Ja, danke. Thank you. Wir überziehen ein bisschen, aber ich glaube, das ist okay. Drei Fragen sind noch offen und eine kann ich selbst beantworten. Da ist die Antwort nein, irgendwas über Sponsoring. Und jetzt noch eine technischere Frage. Gibt es etwas, was die momentane Strategie beeinflussen könnte? Und gibt es da nochmal eine Berücksichtigung der Datenbanken? Da springe ich mal ein und du kannst später einspringen. Ja, manche Staaten haben tatsächlich eine Meinung abgegeben über das DSA. Da gab es einige Briefe und Diskussionen in den da gibt es ein paar gute Protokolle, die zeigen die verschiedenen Einstellungen der einzelnen Staaten zum aktuellen Entwurf. Und ja, das heißt, da gibt es viel zu besprechen mit den aktuellen Konsulaten. Achso, was war die Frage? Ja, genau. Die Antwort auf die Frage kommt darauf an, was jetzt wirklich mit den Applikationen hier gemeint ist, ob die Plattformrichtlinien da zutreffen. Diese E-Commerce-Direktive, da war ja noch nicht ganz klar, wie die korreliert zu zum Beispiel Non-Profit-Plattformen. Und da gibt es auch einige davon, weil da gab es dieses Problem davon, einen Service über eine Generation hinweg zum Beispiel irgendwie Spenden oder sowas, ist das schon kommerziell oder so Werbepop-ups? Das ist eine große Frage. Und die andere Frage ist, was sind da die Obligationen? Müssen alternative Plattformen eventuell bestimmte ihre Interfaces ändern, entsprechend der rechtlichen Regularien? Das sind noch offene Fragen, das haben wir noch nicht analysiert, aber es ist auf jeden Fall was, wo wir uns Gedanken darüber machen, dass es halt wahrscheinlich halt nicht nur die großen Plattformen beeinflusst, sondern auch die anderen. Ja, da kann ich nur zustimmen.
Vor allem bei der Non-Profit-Frage, das war immer eine unserer größten Anforderungen an Non-Profit-Organisationen. Und es ist nicht klar, wie sich das jetzt in der Praxis darstellen wird, denn in einem Moment geht es um Online-Plattformen und im anderen wieder nicht. Und jetzt ist mein Ton weg. Meine auch. Aber wie sich das konkret auswirkt und auch auf Menschenrechtsorganisationen, das werden wir noch sehen. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat da ja auch Prinzipien für Non-Profit-Organisationen versucht durchzusetzen, zum Beispiel in Estland mit der MTE-Entscheidung. Und ich bin nicht sicher, wie gut das implementiert wurde, aber da arbeiten wir auf jeden Fall weiter dran und was den diese Interface-Idee angeht, die Schnittstellen, da müssen wir auch noch gucken, wie sich das in der Praxis auswirkt. Wir hoffen natürlich, dass wir unsere Position da noch weiter verstärken können und dass wir weiter an der DSA und an Empfehlungen arbeiten können. Wir hängen auch davon ab, dass wir halt, dass Organisationen aus Brüssel auf uns zukommen und uns informieren. Und daraus leiten wir dann auch unsere Position und unsere Empfehlungen ab. Also wir arbeiten da alle sehr hart daran. Und wir stehen einer sehr großen Macht entgegen, die von privaten Akteuren ausgeübt wird. Aber wir haben auch sehr gut mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet und das stimmt mich hoffnungsvoll. Ja, es gibt immer noch mehr Fragen als Antworten, aber nun ja. Ja, das ist wahrscheinlich normal. Ja, wir haben jetzt definitiv keine Zeit mehr. Danke an euch beide, um hier zu sein, dass ihr hier wart. Viel Spaß noch in der 2D-Welt vom Kongress. Und ja, vielen Dank an euch alle. Danke. Tschüss.